An dieser Stelle nochmal einen schönen guten Morgen zu dieser frühen Stunde. Mein Name ist Ben Ellermann. Ich freue mich zusammen mit Uwe, euch mitzunehmen in einen kleinen Einblick zur vollautomatischen telefonischen Bestellannahme via Conversational AI Phone Bot bei der HSE. Ich würde sagen, bevor ich vielleicht ganz kurz was zu Mu sage und Uwe zu HSE, Uwe, stell du dich doch vielleicht auch kurz vor. Ja, hallo auch von meiner Seite. So früh ist es ja, finde ich eigentlich gar nicht. Aber wahrscheinlich ist das eine Frage der Perspektive. Uwe Richter, mein Name, bin seit mehr als 15 Jahren mittlerweile bei HSE, Home Shopping Europe, in der Nähe von München beschäftigt, verantworte dort den Kundenservice, alles Operative und freue mich, dass ich heute kurz einen Einblick geben kann zu einem sehr erfolgreichen Projekt, das wir gemeinsam mit dem Ben und mit anderen als sehr, sehr gute Teamleistung abschließen konnten und dazu aber inhaltlich und detailliert später mehr. Klasse, herzlichen Dank. Ich bin, wie gesagt, Ben, darf bei uns in der Mu Group die beiden Tech-Agenturen des Hauses, das sind Immunext und Future of Voice, verantworten. Seit 15 Jahren in der Digitalszene in unterschiedlichen Positionen unterwegs und seit 5 Jahren jetzt im Bereich Conversational AI. Munext, wie gerade schon gesagt, die Tech-Agentur der Mu Group neben Future of Voice. Wir beschäftigen uns mit drei Dingen: digitaler Dialog, also so etwas wie Community Management, Live-Chat und Co., Custom Software Development mit einem starken UX-Fokus, vor allem aber Dialog Automation, also Conversational AI. Das ist, was wir tun. Das machen wir für viele große bekannte Brands, hier ein kleiner Einblick davon, dann aber auch Ende von diesem Werbeblock und zu dem Brand, um den es heute geht, zu HSE und Uwe. Okay, vielen Dank, Ben. Okay, HSE. Was ist HSE? Wer ist HSE? Home Shopping Europe. Man kennt uns wahrscheinlich überwiegend aus dem Fernsehen oder aus dem Internet, aus unserem Online-Shop, aus den diversen sozialen Medien, auf denen wir auch vertreten sind. Uns gibt es seit 1995 und seit dieser Zeit, so lange schon, schaffen wir inspirierende Shopping-Momente live für unsere Kunden. Wir, das sind 1200 interne Kolleginnen und Kollegen, die das natürlich nicht alleine machen, sondern wir lassen uns von bis zu 2800 externen Kolleginnen und Kollegen in den Callcentern und bei den Logistikpartnern unterstützen. Denn wir haben immerhin 17.000 verschiedene Artikel permanent im Sortiment über diese Sortimentskategorien hinweg. Also doch schon relativ viel und versenden bis zu 40.000 Pakete jeden einzelnen Tag an unsere 1,4 Millionen aktiven Kundinnen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Das bringt uns im Jahr bis zu 15,6 Millionen Kundenkontakte über all unsere Kundenkontaktkanäle, also Bestellerfassung, Service, Backoffice, E-Mail, Chat und natürlich Social Media nicht zu vergessen. Wenn man die Zahlen hört, dann kann man sich sicher vorstellen, was vielleicht unsere größte Herausforderung ist, denn hohe Eingänge bei gleichzeitig sehr, sehr starker Volatilität in diesem Geschäft, was man hier sieht, fordern uns und wir brauchen ein sehr, sehr gutes Elastizitätsmanagement, denn nicht selten funktioniert unser Business auch über Plan und dann müssen wir natürlich da sein und können dort bestenfalls die Nachfrage, die über unseren Forecast hinausgeht, auch sehr, sehr gut bedienen. Wie machen wir das? Wir haben natürlich ein sehr gutes und ausgeklügeltes Sourcing-System. Also wir arbeiten mit externen Callcenter-Partnern, lassen uns dort unterstützen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Aber wir setzen auch zunehmend auf Automatisierung. Und darum soll es heute gehen. Kurzen Blick in die Automatisierung unserer telefonischen Bestellannahme. Und vielleicht starten wir damit. Es ist nicht neu, dass wir uns mit einer IVR bedienen, denn wir haben über die letzten 20 Jahre hinweg bereits eine DTMF-IVR im Einsatz gehabt, die ja stabil lief, allerdings jetzt auch für uns nicht mehr zukunftsfähig war. Sie hat einen stabilen Beitrag geleistet, konnte aber jetzt nicht weiterentwickelt werden. Und damit man sich mal vorstellen kann, wie das in der Vergangenheit sich anhörte, wenn eine Kundin unsere bisherige IVR am Telefon hatte, haben wir einen ganz kurzen Einblick mitgebracht. Bei HSI, das
Angebot des Tages reservieren Sie mit der 4. Im Joke der Woche sichern Sie sich mit der 5. Um eine Artikelnummer einzugeben, wählen Sie die 7. Zur Wiederholung, bitte tippen Sie die Bestellnummer des gewünschten Artikels ein. Ich prüfe den Bestand. Genau. Machen Sie die Antwort in Ihre gewünschte Auswahl zu angesagt. Vielleicht, Ben, vielleicht beenden wir es an dieser Stelle. Du kannst das nicht mehr hören. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Kurzer Blick zurück. Also wie gesagt, sehr stabil, aber ohne die Möglichkeit, das gut weiterzuentwickeln, haben wir uns entschieden, ein Projekt zu launchen mit dem Namen Easy AI. Easy hieß der Bot auch vorher schon, aber jetzt wollten wir natürlich das Ganze mit künstlicher Intelligenz und wirklich mit echter Spracherkennung und so weiter auch weiterentwickeln. Deswegen haben wir uns entschieden, 3 Proof of Concepts zu machen mit marktführenden Anbietern. Wir haben für uns, um die natürlich zu challengen, auch die höchste Komplexität in unseren Orderprozessen ausgewählt, nämlich das Gebiet Mode, unser Sortimentsbereich Mode. Warum ist das die höchste Komplexität? Weil wir dort in den Artikeln die meisten Varianten haben, also eine hohe Variantenvielfalt, sowohl in den Größen, Konfektionsgrößen, als auch in unfassbar vielen Farben, die wir uns natürlich auch ständig neu einfallen lassen. Und wie sah das aus? Das zeigen wir im nächsten Slide. Genau, hier haben wir uns überlegt, okay, was können wir tun? Warum wollen wir es eigentlich machen? Ne? Wie schon gesagt, die alte IBA war über 20 Jahre alt. Wir hatten keine Möglichkeit einer Weiterentwicklung, insbesondere in die Themen Up- und Cross-Selling. Und haben deswegen uns entschieden, 3 POCs zu machen, gleiche Voraussetzungen zu schaffen für alle. Und die Mindestanforderung, die wir dabei hatten, war, den Status quo abzubilden. Also das, was wir bisher an KPIs kannten, die Verfügbarkeiten, die wir hatten, die Akzeptanz, das musste mindestens mal in dieselbe Conversion Rate münden. Und genau, und deswegen waren die Bewertungsdimensionen, die wir hier links unten in dem Chart oder auf dem Chart auch sehen, einerseits natürlich die Conversion Rate, aber wir wollten hier Cross- und Upselling integrieren, erstmalig in einem Bot. Die Stimme, die muss natürlich auch stimmen. Wir haben bisher mit einem Sprecher gearbeitet, den haben wir gerade gehört. Wir wollten jetzt gerne eine weibliche Stimme, die näher an unser HSE-Feeling eben auch rankommt. Eine hohe Erkennungsrate ist schon deshalb wichtig, weil wir sonst keine Bestellung abschließen können. Das mündet natürlich auch in eine hohe Kundenakzeptanz. Und wenn wir eine neue Technologie einsetzen, gehen wir natürlich davon aus, dass wir die miteinander auch weiterentwickeln, um so auch eine bessere Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Im Ergebnis haben wir gesehen, dass wir mit Mu in Verbindung mit Parloa hier einfach die Besten uns aussuchen, die in diesem Wettbewerb, würde ich mal sagen, hier wirklich mit Abstand auch die besten Ergebnisse erzielen konnten. Und bis heute wissen wir, dass diese Entscheidung auch richtig war. Warum und wie das heute klingt, das schauen wir uns gegen Ende der Vorstellung nochmal genauer an. Ben. Vielen Dank für den super Spannungsbogen. Also ich habe dann jetzt das Vergnügen, euch ein bisschen was zum technischen Aufbau und der Funktionalität von der Easy AI zu erzählen. Wir von Mu hatten die Rolle des Integrators. Wir haben also mit Parloa, mit der Conversational AI-Plattform Parloa dieses Projekt umgesetzt. Das ist erstmal die Kernsoftwarebasis. Parloa ist eine Conversational Plattform. Wie gesagt, wie das technisch zusammenhängt und funktioniert, seht ihr hier auf diesem Slide nochmal sehr gut. Wir haben auf der linken Seite verschiedene Eingangskanäle. Bei der Easy AI reden wir natürlich über das Thema Phone. Das ist gerade schon gut rübergekommen. Das heißt, es geht hier nicht um Messenger, Voice Assistants und den On-Site-Chat, sondern um die gute alte Telefonie. Wir verwenden bei Parloa die Spracherkennung von Microsoft, die als erstes mal aus der gesprochenen Sprache eines Anrufenden einen Text macht. Und dann machen wir Intent und Entity Recognition. Das heißt, wir interpretieren das, was der Kunde sagt, nehmen die relevanten Informationen einer Äußerung, haben da auch eine starke Trainingskomponente drin. Das heißt, das ist ein individuelles Sprachmodell, was wir hier für die HSE aufbauen durften. Und gehen dann ins Dialogmanagement rein. Dieses Dialogmanagement erfolgt deterministisch. Das heißt,
regelbasiert, aber sehr, sehr stark, ja, sehr, sehr stark verzweigt und individuell. Und dieses Dialogmanagement ist dann auch mit den datenführenden Systemen der HSE verbunden, ja, so dass wir auch gewährleistet haben, dass bei dieser sehr großen Last, wir gucken nachher nochmal auf die Zahlen drauf, auch nicht schief geht. Wir wissen also zu jeder Zeit, was hat der Kunde gesagt, was haben wir verstanden, wie haben wir ihn interpretiert und was haben wir gemacht. Und dieses ganze Thema der Optimierung hat im Projektverlauf eine wahnsinnig große Rolle gespielt, wie wir jetzt hier auch ganz gut sehen, wenn wir uns die Projektphasen angucken. Wir haben also im September 2021 mit der Entwicklungsphase gestartet und hatten einen wirklich sehr, sehr ambitionierten Zeitplan, bedingt durch das Weihnachtsgeschäft, was wir gerne noch mitnehmen wollten, sind dann also im November, 2 Monate später, in Testing und Abnahme hineingegangen, haben erstmal ein Usability-Testing mit echten KundInnen gemacht und dann den Phonebot in der ersten Iteration sozusagen abgenommen, um dann im Dezember 2021, also noch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, in so einen stufenweisen Rollout reinzugehen. Warum stufenweise? Weil wir in diesem Projekt die Besonderheit hatten, dass es eben schon einen Vorgänger gab. Wir haben es eben gehört, also die alte Easy. Und es war natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir uns jetzt im Bereich der Conversion Rate auf gar keinen Fall verschlechtern. Das wäre ein wirtschaftlicher Schaden gewesen, der entsteht. Wenn man jetzt so etwas komplett neu aufbaut, dann ist natürlich ein entsprechendes Risiko da. Deswegen haben wir immer mehr Volumen sozusagen auf die Easy gebracht, haben Probleme, die auf dem Weg aufgetaucht sind, stückweise datengetrieben hinaus optimiert. Genau, was hatten wir für Herausforderungen in diesem Projekt? Das waren in der Tat so einige, weil das schon wirklich sehr, sehr ambitioniert ist, so einen kompletten Bestellprozess in einem Bereich wie beispielsweise der Mode, ja, mit Varianten, Vielfalt, Größen, Farben und so weiter zu automatisieren. Ja, das alles auch in einem Kanal Telefonie, der ja so einige Einschränkungen mit sich bringt, mit denen man umgehen muss. Für uns war halt sehr, sehr wichtig, eine nutzerzentrierte Dialoggestaltung hinzubekommen. Ja, und was man dabei berücksichtigen muss, sind so Dinge wie TV-Geräusche im Hintergrund. Ja, wir reden tatsächlich davon, dass die Menschen vor ihrem Fernseher sitzen, wenn sie die Easy anrufen und bestellen. Und diese TV-Geräusche sind da, mit denen muss man umgehen. Wir haben dann den Effekt gehabt, dass die sehr, sehr treuen Bestandskunden es natürlich gewohnt waren, mit Touchtone zu navigieren. Und wir haben jetzt angeboten, ja, mit der natürlichen Sprache sich zu äußern und durch den Phonebot zu navigieren. Das wollte aber gar nicht jeder Kunde und jede Kundin so halt annehmen. Das heißt, das war jetzt erstmal so eine Gewöhnungsphase und wir haben dann das Thema Tasteneingaben zusätzlich auch ermöglicht, um dem begegnen zu können. Wir hatten dann einen für uns extrem interessanten Effekt mit der Lautsprecherfunktion, weil wir festgestellt haben, dass sehr, sehr viele Anrufende tatsächlich nicht das Telefon am Ohr haben, sondern mit Festnetztelefonen und Lautsprecher telefonieren, was in der Sprachverarbeitung zu einigen Schwierigkeiten geführt hat, mit denen wir umgehen mussten. Und wir haben dann natürlich auch immer noch so dieses Selbstverständliche, der Phonebot muss doch wissen, was jetzt gerade on air läuft. Ja, das erwarte ich im Prinzip von diesem Touchpoint. Das heißt, man muss eine Verbindung herstellen und diesen Kontext permanent ermöglichen. Ja, all das waren Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten. Und eine weitere Herausforderung, die unglaublich viel Spaß gemacht hat zu meistern, muss ich sagen, das habe ich noch in keinem Projekt erlebt. Wir sind super sophisticated gewesen, was die Ausgestaltung der Stimme angeht, weil HSE ein Customer Experience Brand ist, kann man glaube ich sagen. Also es war sehr, sehr wichtig, dass man dieses Markenerlebnis in die Stimme rein transportiert und das ist gar nicht so einfach, ja, weil man innerhalb von wenigen Sekunden, der Kunde in diesem Phonebot verbringt, anhand des Klangs der Stimme und anhand der verwendeten Wörter natürlich auch dieses Erlebnis halt reinbringen muss. Und da haben wir sehr, sehr viel Zeit und Energie reingesteckt mit SSML, mit der Speech Synthesis Markup Language. Ja, das heißt, wir haben die Stimme
angepasst, bis sie so klang, dass wir gesagt haben, das ist so angenehm, das fühlt sich so gut an, das passt halt einfach zum Brand. Technisch betrachtet ist das tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen ein kleines Wunderwerk, aber wir haben tatsächlich 9 verschiedene Schnittstellen, die in Echtzeit während eines Telefonats abgerufen werden. Hier mal einige davon. Also es gibt eine Product API, wo die Produkte hinterlegt sind bei der HSE. Es gibt eine Basket API für den Warenkorb. Dann haben wir eben über das automatisierte Cross-Selling gesprochen, was stattfindet. Die Cross-Selling-Produkte kommen wieder von einer anderen Schnittstelle. Product on Air, ja, die Verknüpfung zu dem, was gerade im Programm sozusagen läuft. Dann die Ausführung der Order, die Kundenauthentifikation. Ja, all das sind einzelne technische Schritte, die im Verlauf dann realisiert werden müssen. Kommen wir dann mal zum Funktionsüberblick. Ja, bevor wir dann gleich der Spannungsbogen wird immer größer, natürlich nochmal reinhören. Welche Funktionen sind in dem Phoneboard abgebildet? Wir haben natürlich einmal die Navigation auf Basis der Artikelnummer. Das heißt also, der Kunde kennt den Artikel per Nummer, den er kaufen möchte. Ja, oder der Artikel des Tages oder der Woche, der gerade sozusagen anliegt. Wir haben dann eine Echtzeitprüfung der Artikelverfügbarkeit. Das ist natürlich wichtig, damit wir nicht jede Menge Leerbestellungen sozusagen produzieren, die nachher nicht versendet werden können. Wir haben ein Gutscheinsystem implementiert. Wir haben eine Variantenkorrektur, ja, wenn es zu Missverständnissen kommt oder vor allem zu unpassenden Kombinationen. Wir haben einen vollständigen Authentifizierungsprozess inklusive Auswahl der Bezahlart. Wir haben dann den Vorschlag von Cross-Selling-Produkten. Wir können proaktiv alternative Größen und Varianten vorschlagen. Also wenn ich eine Hose in der Größe 33 haben möchte und die ist gerade nicht im Blau verfügbar, dann wird mir schwarz vorgeschlagen beispielsweise. Wir können die Kundengröße in Memory während eines Telefonats abspeichern, sodass man bei einem Cross-Selling-Produkt, was dazukommt, beispielsweise nicht nochmal die Größe neu auswählen muss. Und wir haben dann noch relativ viel Energie reingesteckt, um ungenaue Äußerungen im Matching-Algorithmus hinzubekommen und abzubilden. So, und ja, nach dieser langen Vorrede würde ich sagen, hören wir jetzt mal rein, wie die Easy AR heute klingt. Guten Tag und herzlich willkommen bei HSE. Welche Artikelnummer darf ich für Sie bestellen? Die 447054, bitte. Hervorragende Wahl. Und welche Größe darf es für Sie sein? 48. 48, gerne. Und in welcher Farbe? In Schwarz. Alles klar. Ich notiere also den Artikel 447054, Parka aus Lederimitat von Judith Williams, in der Größe 48, in der Farbe Schwarz, für 159 Euro. Wie oft darf ich den Artikel für Sie in den Warenkorb legen? Einmal. Einmal also, verstanden. Die Empfehlung von Judith Williams hierzu ist zusätzlich der Artikel Ponte Hose mit Lederimitat zum Preis von 79,99 €. Darf ich das zu Ihrer Bestellung hinzufügen? Das klingt gut, ja. Sehr schön. Möchten Sie den Artikel ebenfalls in Größe 48? Ja, bitte. Okay. Diesen Artikel kann ich Ihnen in... So, ich glaube an der Stelle, wir könnten jetzt noch 2 Minuten weiter reinhören, aber wenn ihr wissen möchtet, wie sich das anfühlt, dann wäre der Vorschlag, ruft doch einfach mal an und bestellt eins der vielen Produkte bei HSE. Uwe, hast du Lust, noch kurz was zu den Ergebnissen zu erzählen? Gerne. Dazu haben wir auch ein kurzes Slide mitgemacht. Genau, was wir wirklich erreichen konnten, ist, dass wir über unseren Erwartungen heute liegen. Also ich hatte ja eingangs gesagt, wir wollen mindestens den Status quo abbilden, was wir uns nicht vorstellen konnten zu Beginn. Ne? Wie funktioniert das mit dem Up- und Cross-Sell? Wie funktioniert das, dass eine Kundin, ein Kunde, einem Bot ein Zusatzangebot auch abnimmt?
Das, was wir hier sehen, sind heute schon erreichte Werte. Also wir sind in der Lage, über 3 Millionen Calls jährlich zu handeln. Das ist ein Volumen, was wir prognostiziert hatten, wo wir auch hinwollen, was wir gerne auch noch steigern wollen. Wir können bis zu 400 parallele Calls auf der Easy handeln. Wir hatten jetzt am vergangenen Muttertag dieses Jahr im Mai sogar deutlich mehr als 400 parallele. Weil das, ja, also es ist einfach nach oben auch noch Luft. Das ist gut. Auch hier sind wir elastisch. Das ist wichtig für uns. Weniger als 5% des Volumens müssen wir aus verschiedenen Gründen in die Callcenter abgeben. Das kann sein, dass eine Zahlart, die die Kundin sich wünscht, nicht verfügbar ist, dass ein Produkt dann doch ausverkauft ist in der Zwischenzeit, wie auch immer. Diese Calls wollen wir natürlich nicht verlieren und geben die dann ans Callcenter ab. Das sind aber weniger als 5%, das waren vorher auch mehr. Wir sind stabil über 70% in der Conversion Rate. Wir sind sogar schon in Richtung 75 gerade unterwegs und haben auch stabile zweistellige Werte in den Cross-Sell-Raten, was uns wirklich, wirklich begeistert, denn die Produkte sind zwar aufeinander abgestimmt und geplant, trotzdem sind es in der Regel Artikel, die nicht zwingend in der TV-Präsentation zu sehen waren und die Kundin, ja, vertraut hier auf das Zusatzangebot. Und wenn man noch hinzufügt, dass in diesem Bereich die Storno- und Retourenquoten geringer sind als im regulären Sortiment, dann ist das wirklich ein Riesenerfolg. Und deswegen freut es uns natürlich nicht zuletzt, dass wir auch den Warenkorb in Summe, den Warenkorbwert steigern konnten. Alles in allem also wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg. Wir wollen gerne in dieser Partnerschaft auch weitergehen, denn wir haben uns entschieden, die, sagen wir mal, für uns komplexere Geschichte vorzuziehen. Und etwas, was wir schon in einem ja, alten Gewand hatten, in neues zu packen, aber wir wollen natürlich nicht stehen bleiben und wollen hier weitergehen, wollen diese Partnerschaft nutzen, auch im Servicebereich auf die Automatisierung zu blicken, wollen hier wirklich in unsere Systeme tief integrieren, auch im Service für unsere Kundin an verschiedenen Prozessstellen eine Automatisierungslösung anzubieten. Da sind wir gerade am Anfang, aber das ist ein schöner Ausblick und vielleicht können wir uns beim nächsten Mal diesem Thema widmen. Und vielleicht an der Stelle noch ergänzen, dass ich eben die technische Pipeline vorgestellt habe, ist ja der Begriff Large Language Model oder ChatGPT noch nicht gefallen. Natürlich ist es so, dass diese Komponenten bei Paloa gerade auch Einzug finden und es da viele sehr, sehr spannende Anknüpfungspunkte gibt, um beispielsweise die Easy zu optimieren oder jetzt bei den weiteren Schritten, die wir gehen, auch Dialoge ja noch kundenzentrierter zu gestalten und eine noch bessere Performance rauszuholen. Auch das steht sozusagen jetzt auf der weiteren Roadmap und reise sicherlich mit drauf. Ja, in diesem Sinne sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören und ja, vermutlich, Rainer, gibt es noch Zeit für ein paar Fragen, wenn welche da sind.